Und wir starten jetzt hier mit der Verkostung. Das ist eigentlich das Schönste, die erste Verkostung. Und wir legen los bei Sabine. Sabine, dann sag uns mal was zu deinem Lieblingsrezept, bitte. Mein Lieblingsrezept ist eine Erdbeertorte mit einem Haselnussbiskuit. Und ich mache die so gerne, weil das die ersten heimischen Früchte sind, die es im Jahr gibt. Mir gefällt, dass du auch noch eine Dekoration dazu gemacht hast, aus Kuvertüre. Das Einzige, worauf ich wirklich achten würde, ist, die Kante hätte ich vielleicht oben einfacher noch exakter abgezogen. Die Torte setzt sich so leicht. Du hast einen ganz leichten Bauch. Aber die Torte steht. Es riecht nach Sommer. Man riecht letztendlich die Erdbeere als allererstes. Das ist schon sehr verlockend. Und man sieht sie auch sehr gut im Anschnitt. Yep. Das gefällt mir gut. Die Erdbeeren sind üppig drin, du hast die schöne Textur dabei, du hast immer wieder auch die Säure von der Erdbeere mit dabei. Sommer pur. Das bringt Spaß zu essen und durch diese unterschiedlichen Texturen ist es wirklich auch ein Erlebnis, es zu essen. Vielen Dank. Danke euch. Ich habe hier eine Schwarzwälder Kirschtorte gebacken. Das ist so mein erstes Rezept, das ich selbst entwickelt habe. Und du magst Dekoration? Ja, ich mag Dekoration und Schoki. Ich finde, du hast sie wirklich sehr modern, sehr schön interpretiert und mir gefällt die Optik sehr, sehr gut. Er sieht wirklich phänomenal aus. Von außen wirklich 100 Punkte. Okay. Das Stück gefällt mir wirklich gut, üppig mit der Sahne. Diese Torte von oben nach unten zu essen, ist ein absolutes Highlight, weil sie wirklich wahnsinnig leicht ist. Und das Verhältnis gefällt mir sehr gut. Viele sind sehr sparsam, was die Sahne angeht. Genau diese Menge braucht es, damit es so richtig schön schlunzig auch im Mund wird. Vielen Dank. Man sieht jetzt nicht so viel vom Cheesecake, aber man sieht auf jeden Fall die Erdbeeren. Ich würde tatsächlich, wenn ich sowas mache, zum Beispiel auf solche Erdbeeren verzichten. Einfach damit das Gesamtbild in sich stimmig ist. Ein ganz kleiner Minuspunkt ist natürlich die Tortenplatte. Ich bin gespannt, ob wir ihn runterheben können. Er steht. Auf den Punkt gegart. Wenigstens etwas. Die Textur ist dermaßen perfekt, dass man eigentlich gar nicht aufhören möchte, diesen Kuchen zu essen. Ein absoluter Traum. Dankeschön. Die Konsistenz ist so, wie sie sein soll. Es schmilzt im Mund und es ist cremig und es ist luftig. Vielen Dank. Dankeschön. Liebe Jury, heute biete ich an meinen Schokoliebkuchen-Tarte. Es hört sich einfach immer schöner an, wenn es Franzosen sagen. Und wenn man dazu dann noch das Törtchen sieht, ja, dann weiß man, wo die Patisserie herkommt. Es gibt für mich nichts zu bemängeln. Danke. Das Einzige ist halt genau dieser eine Punkt. Das hat euch absichtlich gemacht für dich. Das finde ich sehr nett von dir. Ihr Franzosen seid einfach charmant. Ein wunderschöner Anschnitt. So wie man es von außen schon erhofft, so wird die Erwartung tatsächlich auch hundertprozentig erfüllt. Ich muss auf die Cremeux eingehen. Die hat nämlich eine hervorragende Konsistenz. Sie ist wahnsinnig cremig. Ein Träumchen. Danke. Essen wie Gott in Frankreich.
Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Danke. Ich habe euch unseren Geburtstags-Allrounder mitgebracht. Den gibt es irgendwie auf jedem Geburtstag. Deswegen auch die drei Kerzen obendrauf. Sehr modern vom Äußeren. Das Einzige, was dann so ein bisschen auffällt, ist, dass die Torte nicht ganz gerade ist, sondern sie ist auch bei dir so ein bisschen bauchig. Sauber geschichtet, gute Füllung drin. Weißes Patty mit dem Abschmecken. Ich weiß, dass du mitgeholfen hast beim Abschmecken. Wenn du jetzt was zum Alkohol sagst, frage ich dich, ob du dich selber loben möchtest. Nein, möchte ich nicht. Die Kirschen, die ein bisschen Alkohol hatten, die Creme hatte ein bisschen Alkohol und die Böden hast du noch getränkt. Diese Proportionen, die hast du ganz alleine umgesetzt, ohne dass du sie probiert hast. Und ich kann sagen, du hast es wirklich hervorragend umgesetzt. Danke. Mir gefällt auch diese kleine Kaffeenote, die da drin ist. Das gibt dem Ganzen nochmal so einen ganz neuen Touch. Danke. Vielen Dank. Betty, ich habe heute deine Kette gesehen und habe gesagt, ja, Stier ist das Sternzeichen, welches ich übrigens auch tragen darf. Und er sagt, ich möchte hier uns beide auch mit verbinden. Wo wir jetzt schon gerade so verbunden sind als Stiere, muss ich die Verbindung leider zerstören. Weil, ich habe es ja gesehen, ich mag die Erklärung von dir sehr gerne. Trotzdem ist es natürlich ein Fehler, was schade ist, weil der Rest ist wirklich sauber gearbeitet. Wichtig bei solchen Gebäcken ist ja immer, dass man hier vorne an der Spitze guckt, ob es irgendwie so leicht speckig ist. Aber für mich sieht das alles gut aus. Du hast oben einen wunderschönen Pesé. Er hat die richtige Süße, unten dann diese Creme. Wahnsinnige Säure, sehr präsent. Es macht Spaß, diesen Kuchen zu essen. Danke. Ja, auf jeden Fall. Es passt geschmacklich, so wie ich es erwarte. Und über die Ecke unterhalten wir uns noch mal in Ruhe. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe sie heute ein bisschen modern interpretiert, indem ich sehr asymmetrisch gearbeitet habe. Marzipan eindecken ist eine Schwierigkeit, weil er sehr schnell reißt. Bei Fondant kann man halt noch mal Falten ausbügeln. Das funktioniert bei Marzipan halt nicht. An der Optik müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen justieren. Wenn du den Marzipan einen Tick dünner ausgerollt hättest, dann hätte das auch mit dem Eindecken funktioniert. Vom reinen Essen her ist die Torte wirklich hervorragend gelungen. Highlight für mich sind auf jeden Fall diese Haselnussböden. Ich mag sie total, ich weiß, was du meinst. Mir ist es tatsächlich ein bisschen zu bröselig. Danke schön. Vielen lieben Dank. Wenn man hier hinguckt, sieht man, wie schön diese beiden Böden sind, wie gleichmäßig diese Torte ist. Die Präsentation ist sehr, sehr gut. Der Anschnitt, nicht nur jetzt bei uns beiden auf dem Teller, aber auch von dem ganzen Kuchen, traumhaft. Man merkt 0,0 den Unterschied, ob du jetzt Mehl oder nicht Mehl nimmst. Das ist dir wirklich hervorragend gelungen. Und dass du jetzt Lakritz mit eingearbeitet hast, das ist so dieses i-Tüpfelchen. Für mich ist die Lakritze genau richtig dosiert. Sie ist da, aber sie erschlägt den Rest nicht. Vielen lieben Dank. Ich danke euch. Dass die Torte oben drauf so ein bisschen reißt, das gehört letztendlich dazu. Optisch gefällt sie mir sehr gut. Und die Stückgarnierung, also hier die Kuvertüre, die hast du schön freihand gemacht. Das hat mir total gut gefallen.
sie geben dieser Torte noch so einen extra Farbton. Dankeschön. Man kann sehen, dass diese Böden durchaus eine Porung haben. Ich bin sehr gespannt auf den Geschmack. Du hast oben drauf diesen leichten Crunch durch den angetrockneten Baiser, dann kommen die Böden, eine hervorragende Textur. Die Früchte sind üppig da, man sieht es jetzt noch im Anschnitt, es ist richtig schön schlotzig. Die Minze ist da, ja, ist eine sommerliche Torte. Die Minze ist genau richtig auf dem Punkt. Nicht zu viel, aber sie ist auf jeden Fall da. Vielen lieben Dank. Danke euch. Die Torte ist sauber eingestrichen und mir gefällt hier oben wirklich die Kante. Magst du sie dann auch von der Optik? Minimalismus gefällt mir immer. Man sieht so leicht diese vier Biskuitschichten, aber man sieht ja auch, wie dünn du mit der Buttercreme eingestrichen hast, also die Torte auch schon sehr gerade zusammengesetzt hast. Dieser leichte Kaffeegeschmack tut der Torte wahnsinnig gut. Allein von den Proportionen her ist es hervorragend umgesetzt. Es ist auch minimalistisch von innen. Dankeschön. Ich finde, das Zusammenspiel passt. Alles richtig kombiniert. Dankeschön. Vielen lieben Dank.